So. Ich lese. Eher leicht gemacht, ein Lehrbuch. Die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage, das ist dieses Buch. Und ich bin angekommen bei Lektion 98, nee, Fall 98 in Lektion 20, die Wechsel der Gewinnermittlungsart, Fall 98, die Korrekturposten. Fall 98, die Korrekturposten. Ihr Schulfreund ist außer sich vor Freude. Wenn er es richtig verstanden hat, dann wirkt sich in der Einnahmeüberschussrechnung der Zahlungszeitpunkt auf den Gewinn aus und bei der Bilanz, in Klammern Betriebsvermögensvergleich, Klammer zu, ist für die Gewinnauswirkung die zeitliche Entstehung eines Geschäftsvorfalls maßgeblich. Unabhängig von einer erfolgten Zahlung. Demnach müsste er nicht mehr die in der Eröffnungsbilanz aufgeführten Forderungen als Einnahme versteuern, da es dann ebenfalls nicht die Lieferverbindlichkeiten als Betrieb, da er dann ebenfalls nicht die Lieferverbindlichkeiten als Betriebsausgabe ansetzen kann. Verschmerzt er. Verstehe ich gerade nicht. Hat er recht? Steht hier auch. Nein, das stimmt nicht. Damit ein steuerpflichtiger Geschäftsvorfall nicht unversteuert bleibt, sind im Jahr des Wechsels Korrekturposten außerhalb der eigentlichen Gewinnermittlung zu bilden. Jeder Sachverhalt ist danach zu beurteilen, ob er sich schon ausgewirkt hat bzw. noch auswirken wird. Das bedeutet in diesem Fall, Warenbestand. Der Warenbestand wirkt sich in der Einnahmeüberschussrechnung bereits gewinnmindernd aus, in Klammern mit der Bezahlung der Ware, Klammer zu. Beim Betriebsvermögensvergleich mindert sich der Gewinn erst zum Zeitpunkt des Verkaufs. Deshalb ist ein positiver Korrekturposten zu bilden. Würde die Hinzurechnung unterbleiben, würde der Wareneinsatz doppelt berücksichtigt werden. Bankbestand. Die reine Änderung des Bankbestandes hat keine Gewinnauswirkung. Es entfällt ein Korrekturposten. Für die Kasse gilt das Gleiche. Umsatzsteuerzahllast. Die Umsatzsteuerzahllast wirkt sich nur in der Einnahmeüberschussrechnung gewinnmindernd aus. Habe ich hier heute Morgen schon mal was zu gesagt. Das ist eine einzige Frechheit. F hat mehr Umsatzsteuer vereinnahmt, als er Vorsteuer bezahlt hat, die er an das Finanzamt abführen muss, daher Zahllast, Klammer zu. Er bildet einen negativen Korrekturposten, 6.450 Euro. Kundenforderungen. Die Kundenforderungen müssen sich nach dem Wechsel nicht mehr auswirken. Entscheidend beim Betriebsvermögensvergleich ist der Zeitpunkt der Entstehung, nicht die Bezahlung. Sie sind gewinnerhöhend und nicht die sie sind gewinnerhöhend zu korrigieren, da die Umsatzsteuer im Betriebsvermögensvergleich ohne Gewinnauswirkung ist, erfolgt eine Korrektur der Nettoforderungen plus 150.000 Euro. Lieferverbindlichkeiten. Bei den Lieferverbindlichkeiten gilt das Gleiche wie bei den Erlösen, nur sind diese als negative Korrekturposten darzustellen, Nettobetrag 25.000 Euro. Umsatzsteuer nicht fällig. Der Postumsatzsteuer nicht fällig ist ein Ausweis für die Ist-Besteuerung und wirkt sich nicht mindernd oder erhöhend aus. Verstehe ich nicht. Sonstige Verbindlichkeiten. Die Lagermiete entstand im alten Jahr und hat sich mangels Zahlung der EUA noch nicht ausgewirkt. Daher ist der negative Korrekturposten zu bilden. Minus 12.000 Euro. Übergangsgewinn 156.550 Euro. Dieser Gewinn ist zusätzlich zum laufenden Gewinn des aktuellen Jahres zu versteuern. Gut, es geht dann weiter mit Fall 99, die Verteilung des Übergangsgewinns. Ich werde jetzt Kaffee trinken.